Hallo YouTube, ich möchte euch heute über die N26 App ein bisschen was erzählen und euch zeigen, wie man die benutzt, beziehungsweise was sie kann und was sie vielleicht auch nicht kann. Und dafür schauen wir mal in die App rein. Also, wenn ihr die App startet, seht ihr hier, dass ihr mit einem Screen begrüßt werdet. Zum Beispiel, wenn ihr morgens reinschaut, steht Guten Morgen und euer Name. Und wenn ihr abends reinschaut, zum Beispiel, steht auch Guten Abend und euer Name. Und ihr seht hier, mit welchem Account ihr eingeloggt seid und dass ihr euch mit Passwort einloggen könntet oder eben, wenn ihr es einrichtet, mit Fingerabdruck. Da gibt es noch eine Alternative, die zeige ich euch nachher. Genau. Wenn ihr euch eingeloggt habt, seht ihr erstmal euren Kontostand, euren aktuellen und drunter euren Verlauf der Zahlungen, also der Zahlungsein- und Ausgänge. Wenn ihr hochscrollt, also wenn ihr scrollt und eine Zahlung quasi überscrollt, dann seht ihr auch den aktuellen Kontostand oder den Kontostand, der zum Zeitpunkt dieser Zahlung eben aktuell war. Wenn ihr hochscrollt, seht ihr, dass ihr eine Überweisung vormerken könnt und wenn ihr nochmal hochscrollt, dann könnt ihr die Übersicht neu laden. Wenn ihr von links nach rechts swiped, könnt ihr eure IBAN und eure BIC sehen, weil ihr habt nicht nur eine Kredit- oder Debitkarte dabei, sondern über das gleiche Konto quasi wie die Debit- oder die Kreditkarte in dem Fall läuft auch die eure IBAN, also euer EC-Konto. Das heißt, ihr könntet quasi auch normale Überweisungen darüber laufen lassen oder zum Beispiel auch im Internet über Lastschrift zahlen. Das geht ganz normal. Ihr habt hier die Statistiken, die Gesamtausgaben zum Beispiel, und wenn ihr draufklickt, dann könntet ihr auch die jeweiligen Unterkategorien sehen der Ausgaben. Oder wenn ihr es über das Menü umschaltet, könnt ihr die Einnahmen sehen. Was ich ziemlich ein bisschen suboptimal finde, ist, dass man die einzige Möglichkeit, wie man seine Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen kann, ist quasi im Kontoauszug. Man kann in der App selbst nur die Einnahmen oder die Ausgaben sich anzeigen lassen. Also nicht zum Beispiel auch die Einnahmen mit den Ausgaben gegenüberstellen. Das finde ich ein bisschen suboptimal gelöst. Wenn ihr nach links oder nach rechts swiped, seht ihr die Einnahmen oder Ausgaben der vorherigen oder nächsten Monate, also nächsten in dem Fall nicht, weil Zukunft kann man ja nicht vorhersehen, aber ihr könntet hier Freunde einladen und zum Support könnt ihr auch, mit dem könnt ihr auch chatten zum Beispiel. Wenn ihr eure Daten ändern wollt, also zum Beispiel Handynummer, E-Mail-Adresse, könnt ihr nur über den Support-Chat oder über die Telefon-Hotline machen, nicht über die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr nur allgemeine Fragen oder Verbesserungsvorschläge hinschicken, weil die euch da verifizieren müssen, dass ihr wirklich ihr seid. Wenn wir nach rechts swipen, können sehen wir, dass wir hier sogenannte N26 Savings haben. Das sind Sparprogramme quasi, womit ihr Geld sparen könnt oder anlegen könnt. Ihr seht hier, dass ihr einen minimalen Anlagebetrag von 2000 Euro haben müsst, der zu einem Höchstzinssatz von 1,48% momentan verzinst wird. Und ihr habt eine hundertprozentige Einlagenversicherung. Und ihr könnt zwischen 30 und 60, 63 Monaten als Laufzeit wählen. Das läuft über die oder läuft über ausgewählte Partnerbanken. Genau. Da ich aber keine 2000 Euro auf dem Konto habe, kann ich euch das jetzt eher schlecht zeigen. Dann nochmal nach rechts swipen, da könnt ihr quasi sogenannte N26 Insurance, das sind Versicherungen, anlegen oder eingeben. Und ihr seht hier schon, die sind ziemlich kategorisiert. Und drunter seht ihr noch eine Übersicht mit allen Versicherungsmöglichkeiten, die ihr habt. Zum Beispiel Privathaftpflicht, private Rentenversicherung, was ihr halt braucht. Genau. Es läuft dann über die Partner
Firma Clark. Ihr habt hier noch die Möglichkeit, oben rechts auf das Kartensymbol zu tippen und seht dann quasi alle Partner, Filialen oder Geldautomaten, wo Abhebungen möglich sind, weil ihr habt nämlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel in den nächstgelegenen Penny-Laden zu gehen und euch da an der Kasse einen bestimmten Geldbetrag abheben zu lassen oder auszahlen zu lassen, was ich ziemlich praktisch finde, wenn man mal nicht zum Geldautomaten gehen will oder der nächste Laden näher ist als der Geldautomat und es zum Beispiel regnet, dann will man ja nicht unbedingt weit laufen zum Beispiel. Finde ich ganz praktisch, dass das hier möglich ist. Genau. Ihr könnt, nein, nicht hier. Ihr könnt auch über das Plus-Symbol unter Konto Geld an andere schicken mit Cash26 oder Moneybeam. Ihr könnt Geld anfragen von anderen und ihr könnt natürlich auch ganz normale Überweisungen tätigen an andere Firmen oder andere Freunde, die dann das Geld erhalten sollen. Wenn ihr auf eine also auf einen Zahlungsaus- oder Eingang tippt, könnt ihr hier die Übersicht sehen, wer es war oder wo ihr bezahlt habt, wo ihr das Geld herbekommen habt. Ihr könnt es kategorisieren, hier zum Beispiel Abhebungen, Abos, Spenden. Und sogenannte Tags hinzufügen, zum Beispiel Essen. Und dann das Kategor also quasi taggen und ihr könnt natürlich noch ein Foto hochladen. Was ich schade finde, dass man nur Fotos neu machen kann, aber nicht aus dem Album vom Handy hochladen kann. Aber sei es drum. Ja, das war meine kleine Übersicht über die App N26. Verratet mir doch mal in den Kommentaren, was ihr über die App halt, also wie ihr die App findet, was ihr drüber denkt. Und ob ihr sie schon benutzt zum Beispiel oder ob ihr sie euch mal anschauen wollt. Und habt ihr ein N26-Konto oder nicht, könnt ihr mal alles in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Tschüss!